Nazi-Aufmarsch im Kleingarten. Neonazis wollen ein Konzert in Neumünster veranstalten. Etwa 400 Personen sind in die Kleingartenkolonie Heinrich Förster gekommen. Viele davon sind der Polizei bereits bekannt. Auf dem Programm an diesem Abend ein Rechtsrockkonzert, doch die Polizei hat Wind von der Sache bekommen. Die Beamten verhindern, dass die Neonazis verbotene Parolen grüllen. Dennoch, die Neonazis wollen sich offenbar in dem Vereinsheim verschanzen, errichten hier eine Barrikade. Es kommt noch schlimmer. Beamte werden mit Stühlen, Bierdosen und einem Feuerlöscher beworfen. Doch letztendlich gewinnen die Guten. Die Polizei kann die Veranstaltung auflösen. Die Bilanz des Abends: ein verwüstetes Vereinsheim, erhebliche Gebäudeschäden, diverse Anzeigen, unter anderem wegen schwerem Landfriedensbruch.